Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch, nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video. Starten wir mit dem Grundlegenden und ihr seht, das Ganze wurde durch Stanley Hoffmann formuliert. Meistens ist es so, dass ihr ja das in einer Darstellungsaufgabe in Sozialwissenschaften nachweisen müsst, beziehungsweise konkret dieses Wissen Intergouvernementalismus in einer Klausur braucht, um das dann in einem Text zu belegen. Formuliert durch Stanley Hoffmann ist etwas, was ihr sicherlich in so einer Darstellungsaufgabe darlegen könnt. Also ein Wirtschaftsforscher, der diese Struktur bzw. der diese Theorie erkannt hat, dieses Modell erkannt hat. Und dabei geht er davon aus, dass Nationalstaaten weiterhin souverän und Bestimmer der internationalen Politik bleiben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass für ihn Nationalstaaten ein bestehendes Konstrukt sind, welches auch weiterhin souverän bleiben muss, beziehungsweise welches weiterhin bestehen bleiben muss. Und dementsprechend Nationalstaaten als ein Konstrukt, welches unauflöslich ist und dementsprechend auch grundlegend für internationale Politik ist. Dabei ist die Bedeutung von intergouvernementalen Institutionen und Instrumenten natürlich immens hoch. Das heißt, sie haben eine immens hohe Bedeutung. Das heißt, insbesondere hier ist es wichtig, dass die einzelnen intergouvernementalen Institutionen sich abstimmen und diese Instrumente untereinander verknüpft werden bzw. miteinander genutzt werden. Das heißt, ganz wichtig hier die internationale Politik, die maßgeblich natürlich dadurch bestimmt wird, dass die Institutionen und Instrumente korrekt eingesetzt werden und dementsprechend die Nationalstaaten verwendet werden können. Was sind solche Institutionen und Instrumente? Letztendlich sind es alle die Institutionen bzw. Instrumente, die dazu bestehen, die Politik auf der internationalen Ebene sozusagen abzusichern. Das kann zum Beispiel ein Gerichtshof sein, der zwischen verschiedenen Politikern vermittelt bzw. zwischen verschiedenen Staaten vermittelt. Stand der Integration ist dabei je nach minimalsten Konsens. Das ist ganz wichtig, denn das ist in anderen Modellen meistens anders. Hier ist es wirklich so, dass die internationale Politik wirklich dadurch getrieben wird, welcher Minimalkonsens besteht. Das heißt, wenn ein minimalster Konsens getroffen wird, dann kann diese Entscheidung umgesetzt werden. Nur diese kann umgesetzt werden, nicht eine weitere. Das heißt, wenn ein Staat nicht zustimmt gegenüber der bestimmten Politik, dann kann diesem grundsätzlich nicht zugestimmt werden. Also Stand der Integration richtet sich immer nach dem Minimalkonsens. Dann geht es darum, wie die Zustimmung eines Entwicklungsschrittes stattfindet. Und zwar findet diese Zustimmung erst statt, wenn es einen spezifischen Vorteil gibt. Das heißt, die Nationalstaaten begreifen sich als eigenständige Akteure, die weiterhin souverän bleiben wollen. Und dadurch wächst praktisch auch, dass die Entwicklungsschritte erst umgesetzt werden bei spezifischen Vorteilen. Das heißt, ganz wichtig, die Entwicklung hängt immer davon ab, welchen Vorteil bestimmte Nationalstaaten für sich selbst sehen, dementsprechend ja auch das Prinzip des Minimalkonsens. Grundsätzlich basiert das Ganze, was Stanley Hoffmann da formuliert hat, darauf, dass er davon ausgeht, dass der Neofunktionalismus fehlgeschlagen ist. Dazu haben wir bereits ein anderes Video gemacht, falls euch das interessiert, wie der Neofunktionalismus funktioniert, beziehungsweise Funktionalismus, guckt euch das gerne an. Und grundsätzlich ist darüber aber zu sagen, dass der Neofunktionalismus, also diese Spillover-Effekte, die man da definiert hat, grundsätzlich nicht funktionieren können, sagt er, weil es einen nationalen Staat gibt, der praktisch verhindert, dass trotz dieser idealen Bedingungen, die es gab, die Zusammenführung nicht funktioniert. Denn es gibt immer ein Interesse, laut ihm, dass Nationalstaaten souverän bleiben und souverän agieren. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dieses Konstrukt Nationalstaat überhaupt erstmal zu verstehen. Das heißt, er spricht ja hier die ganze Zeit von einem Nationalstaat. Aber was ist denn dieser Nationalstaat überhaupt, den er hier versucht hat zu definieren? Und laut ihm kann man das durch verschiedene Faktoren
konstruieren. Und die haben wir euch hier einmal aufgelistet. Der Nationalstaat nach Stanley Hoffmann besteht dabei grundsätzlich erstmal aus nationalem Bewusstsein und Gefühl der Besonderheit dieser Gemeinschaft. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ein Nationalstaat, die Bürger des Nationalstaats, Bürger und Bürgerinnen natürlich, sich ein nationales Bewusstsein entfalten und dementsprechend auch das Gefühl der Besonderheit haben. Und dabei ist es dann natürlich auch wichtig, dass diese Gemeinschaft entwächst, um den Nationalstaat souverän zu halten. Denn erst eine Zustimmung gegenüber des Nationalstaats führt dann tatsächlich auch dazu, dass eine Gemeinschaft bzw. eine Besonderheit innerhalb dieser Gemeinschaft existiert. Grundsätzlich sind die nationalen Situationen als gegeben definiert. Und diese werden definiert durch Positionen und Eigenschaften innerhalb der Weltordnung. Das heißt, ein Nationalstaat und seine Gemeinschaft begreift sich grundsätzlich als ein bestehendes Konstrukt, welches innerhalb der Weltordnung agiert und diese verschiedenen Strukturen, die verschiedenen Aktionen, die innerhalb der Weltordnung stattfinden, diese werden definiert durch die verschiedenen Positionen und Eigenschaften bzw. die konkrete nationale Situation, die man vorliegen hat. Der Nationalismus als Normvorstellung und Ideologie ist dabei natürlich grundsätzlich auch wichtig. Nationalismus hier ganz wichtig, um den Nationalstaat zu verstehen, denn nationales Bewusstsein und Gefühl entwächst natürlich nur, wenn man eine gewisse Normvorstellung bzw. eine gewisse Ideologie innerhalb der Gemeinschaft teilt. Und das ist genau beim Nationalismus der Fall. Das ist ein Bekennen gegenüber des eigenen Staates und dementsprechend entwächst oder verstärkt sich laut Stanley Hoffmann so die Gemeinschaft und der Nationalstaat kann bestehen, sodass dann der Anspruch entwächst, dass man weiterhin souverän und als Bestimmer der internationalen Politik auftreten möchte. Und damit schließen wir jetzt auch den Highlight-Part ab. Das heißt, wir haben euch jetzt den Zusammenschnitt gezeigt, der für euch wichtig sein sollte, nachdem ihr ja auch das Video geklickt habt und dieses Thema auch sehen wolltet. Falls ihr aber trotzdem noch dranbleiben wollt und mehr über das Thema erfahren wollt, ja, dann macht das doch einfach, denn jetzt geht es tatsächlich weiter mit dem gesamten Video, was wir darüber gemacht haben. Viel Spaß damit und los geht's. Kommen wir jetzt aber zum Weiterführenden und ihr seht, hier haben wir nochmal drei wichtige Punkte für euch zusammengefasst, die durchaus auch relevant sein können. Und insbesondere haben wir hier den Begriff des Whirlpool of Different Concerns zusammengefasst. Und das bezieht sich natürlich jetzt insbesondere auf die EU. Und zwar ist es so, dass innerhalb Europa natürlich auch unterschiedliche Kulturen, Erfahrungen, geopolitische, aber auch wirtschaftliche Situationen aufeinandertreffen. Und laut diesen ganzen verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Situationen, hat man natürlich auch ganz verschiedene Anliegen, also different concerns, beziehungsweise verschiedene Sorgen, die dann in einem Whirlpool, um das mal bildlich zu machen, aufeinandertreffen. Das heißt, hier ist das Grundkonzept praktisch, dass ganz verschiedene Nationen aufeinandertreffen mit ganz verschiedenen Situationen, ganz verschiedenen Sorgen, ganz verschiedenen Forderungen und dass diese sich dann alle zusammensetzen müssen und dementsprechend eine Lösung finden wollen. Und dementsprechend auch hier nochmal die Idee, Nationalstaaten, die praktisch eigene Situationen haben, kommen alle zusammen und möchten sich dann auf den minimalsten Konsens einer internationalen Politik orientierten Entscheidung treffen. Die EU, so könnte man das im Intergouvernementalismus definieren, ist dabei ein Bund zum Aushandeln von Lösungen zum gegenseitigen Vorteil auf einer supranationalen Ebene. Das ist jetzt erstmal ein bisschen hochgestochen, was da steht. Grundsätzlich kann man es ganz einfach runterbrechen, denn die EU ist letztlich dann der finale Akteur, der dazu dient, dass man die verschiedenen Interessen des einzelnen nationalen Staates zusammenbündelt und das dann auf einer supranationalen Ebene, also auf einer internationalen Ebene, auf einer Ebene, die oberhalb des Nationalstaates ist, zusammenfasst und dementsprechend hier die Möglichkeit besteht, das Aushandeln von Lösungen zu ermöglichen. Also die EU hier sozusagen die Möglichkeit, die so einen Whirlpool of Different Concerns zusammenzufassen und einen Minimalkonsens zu treffen. Das heißt, das ist praktisch das Ziel, was besteht, wenn die EU zusammenkommt. Dabei ist es ganz wichtig, dass Souveränitätsbeschneidungen abgewehrt werden. Das heißt, die Souveränität, das hatte ich gerade schon mal angesprochen, wird bestehen bleiben. Die Staaten wollen Souveränität behalten und souverän bleiben. Ist es so, dass Souveränitätsbeschneidungen durchaus stattfinden können, falls eben ein Minimalkonsens getroffen wird, ein Konsens getroffen wird, der dann dazu führt, dass man internationale Politik zusammen agiert und zusammen arbeitet. Das aber nur die Möglichkeit
falls wirklich ein Minimalkonsens oder ein Konsens getroffen wird über eine bestimmte politische Entscheidung. Wenn ein Nationalstaat keinen Vorteil hat, dann ist es im Intergouvernementalismus so, dass diese Entscheidung auch nicht umgesetzt wird. Also das alles, was ihr zum Intergouvernementalismus innerhalb der EU bzw. generell nach dem Modell von Stanley Hoffmann wissen müsst. Das war's jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.